zusammen. Ich brauche heute eine kleine Verpackung für diese Eulen-Post-its. Ich habe hier verschiedene Eulensachen, selbst gehäkelte Eule, die meine Mutter gemacht hat, Eulen-Mini-Backformen und einen Eulen-Mini-Stempel und lauter so ein Kram habe ich alles gesammelt. Ich habe ein Geschenk auch schon eingepackt. Das ist für die Schwester von meinem Freund, die eben auf Eulen steht. Ich habe ja auch schon früher mal Geschenke gezeigt, die ich für sie gemacht habe. Und natürlich wird auch noch irgendwie die Eulenstanze mit eingebaut. Aber jetzt wollte ich erstmal diese Post-its verpacken. Und habe mir es gibt eine Excel-Tabelle, die eine Kollegin, also eine Demonstratorenkollegin angelegt hat. Ich werde auch gucken, dass ich auf die Seite verlinke, auf ihre Seite, wo es diese Excel-Tabelle gibt. Und jetzt wollte ich euch zeigen, wie ich das mache. Also ich habe in diese Tabelle einfach eingegeben, wie hoch ich es haben will. 0,7 cm, also 7 mm und jeweils 8,5 x 8,5 die Seitenlänge. Und jetzt habe ich mir hier schon mal ein Papier vorgeschnitten und werde das mit dem Stanz- und Falzbrett für Umschläge, werde ich daraus jetzt eine Verpackung machen. Dann 15 x 15 cm und ich falze jetzt. Hier sind die Zentimetermaße, da lege ich mir das jetzt einmal bei 7 an. Einmal stanzen und in der Linie nachziehen. Dann schiebe ich es mir noch 1 cm weiter auf 8 cm und stanze noch einmal und ziehe mir die Linie. Und jetzt kann ich es rumdrehen und mit den Linien weiterarbeiten. Jetzt muss ich hier nicht mehr auf die Zentimeter achten, sondern gucke, dass die Nase, die wir hier haben, auf der Linie liegt. Und ich stanze immer zuerst, damit ich es auch nicht vergesse, und ziehe mir dann die Linie. Und das mache ich jetzt einfach ringsum. Damit habe ich auch schon meine Verpackung quasi fertig. Ich knicke mir das jetzt mal an allen Falzlinien. So, jetzt habe ich auch schon meine Verpackung fertig. Jetzt muss ich nur noch gucken, was ich als, ich glaube, das jetzt nehme ich als oben, und dann schneide ich jetzt hier einfach noch diese kleinen, also ich glaube, hier oben schneide ich es mir sogar ganz raus. Da brauche ich die gar nicht. Da schneide ich mir die Eckchen also komplett raus. Und unten lasse ich die dran. Wo habe ich eingeschnitten? Hier. Dann mache ich das genau gegenüberliegend genauso. So. Kann ich das hier einklappen. Und dann kann ich das so festkleben. Dann brauchen wir also was, was sofort klebt, damit ich das da nur hindrücke und es auch hält. Das heißt, dann mache ich mir hier so ein kleines Stückchen Selbstklebestreifen. Das mache ich, glaube ich, erstmal eine Seite fest und dann die andere. Um dem Ganzen jetzt noch mehr Stabilität zu geben, muss ich jetzt hier die noch aufeinander kleben. Da ist es aber wirklich besser, wenn man dann hier das Innere reinlegt, dass man da ein bisschen gegendrücken kann. Und ich würde sagen, ich klebe erstmal hier noch ein Stück drunter. Ich glaube, ich runde mir hier die Ecke noch ab. So. Und so habe ich eine Verpackung, wo das aber so exakt reinpasst, was ich jetzt hier, weil ich es mir ja ausgemessen habe. Das heißt, ihr habt eine professionelle Verpackung, die so aussieht, als ob sie so gehört, aber die ist selber gemacht und ihr könnt sie so verzieren, dass sie eben auch zum Beispiel personalisiert für die Person ist, der ihr das Ganze schenken wollt. Es sieht extrem chaotisch aus auf meinem Tisch und ihr seht ja noch nicht mal alles davon.
Ich wollte euch jetzt bloß noch zeigen, das hier sind die eingepackten Geschenke, also diese ganzen Eulensachen. Und ich habe, die liegen jetzt hier noch drauf, nur dass ihr das mal sehen könnt, Eulen gemacht. Passend zu diesen Eulen unten drunter, dieser Lipgloss, Overlock. Da habe ich diese Eulen gemacht. Das Gelb passt nicht ganz dazu, da hatte ich nicht so ein helles. Aber ich finde, die anderen sind ganz witzig geworden. Also auch farblich passend. So, und ich habe mir nämlich gedacht, wenn man die Eulen hier sieht, dann wäre es ja total witzig, wenn man jetzt hier auf den einzelnen Geschenkverpackungen, ich habe übrigens hier diese Box auch noch gemacht, da ist der kleine Schlüsselanhänger gehäkelt, der kleine gehäkelte Eulenschlüsselanhänger und der kleine Stempel mit drin, der Eulenstempel. So, ich habe hier hinten drauf schon so Abstandshalter gemacht, das heißt, eine Eule kommt hier drauf. Das war die kleine Verpackung, die ich gemacht habe und damit die hinten zu bleibt, habe ich hier einfach einen Klebepunkt hingemacht. Man kann das also ganz leicht wieder aufmachen. Da sind diese Post-its drin. Dann auf das hier würde ich jetzt einfach hier vorne die Eule hinmachen und so ist das Thema Eule dann auch auf der Verpackung mit drauf. Dann denke ich, mache ich die an die kleineren hin. Dann hat nur das große jetzt keine Eule, aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Und so kann man ganz einfach, finde ich, auch Geschenke verzieren, dass sie nach ein bisschen mehr aussehen als einfach nur mit Geschenkpapier eingepackt. Und das geht einfach eben in dem Falle mit der Eulenstanze. Kann man natürlich auch mit einer anderen Stanze machen. Ja, und so sehen also die Geschenke aus für die Schwester von meinem Freund. Und das wollte ich euch jetzt zeigen, denn das fährt heute weg, weil mein Freund eben zu seiner Familie fährt. Wenn ihr das Stanz- und Falzbrett für Umschläge noch nicht habt und die Eulenstanze brauchen solltet, könnt ihr mir gerne eine E-Mail an janasbastelecke@gmail.com schicken und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Video.